Herzlich willkommen beim heutigen Business Talk. Ich freue mich, mit Professor Dr. Gensch zu sprechen, der ein Experte ist im Bereich künstliche Intelligenz. Und wir werden über das Thema sprechen, wie künstliche Intelligenz mit Conversational AI und Chatbots Unternehmen unterstützen kann in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Aber jetzt erstmal, lieber Peter, stell dich doch selbst noch mal kurz vor. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, Peter Gensch, mein Name. Ich führe seit über 20 Jahren ein Doppelleben, ganz harmlos zwischen Theorie und Praxis. Habe zum einen Lehrstuhl für internationale BWL mit dem Schwerpunkt digitale Transformation, auf der anderen Seite als Unternehmer tätig. Immer eigentlich in der Schnittmenge zwischen, wir haben auf der einen Seite Daten, Technologie, KI und auf der anderen Seite haben wir Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse und wie kann ich das Ganze zusammenbringen? Wie kann ich KI so einsetzen, dass ich eben zum Beispiel eine bessere Customer Experience, generieren kann? Und da ist natürlich ein wichtiger Punkt jetzt auch aktueller Trend, das Thema Conversational AI. Also wie kann ich in dem User Interface, in der Interaktion, Kommunikation mit dem Kunden Künstliche Intelligenz einsetzen? Und in der Theorie auch sehr viel Studien, sehr praxisorientiert das Ganze, also keine Grundlagenforschung. Machen sehr viel Studien im Bereich Chatbots, Künstliche Intelligenz. Immer eigentlich sehr stark mit einem Customer Facing Fokus, also CRM, Marketing, Service, Sales. Aber eben nicht nur AI, um Prozesse zu optimieren, sondern vielleicht auch neue Geschäftsmodelle zu erschließen oder ganz neue Geschäftsmodelle umzusetzen. Ja, das sind tolle Riesenfelder, die du da gerade beschrieben hast, lieber Peter. Und ich finde es toll, dass du eben nicht nur so ein Professor bist im Elfenbeinturm, der darüber forscht und dazu lehrt, sondern der eben auch im unternehmerischen Kontext dazu Unternehmen begleitet und auch Studien macht und sozusagen Theorie und Praxis miteinander verbindet. Das ist nicht immer der Fall und bei dir finde ich das besonders klasse. Erklär unseren Zuschauern doch mal, welche Rolle spielen Chatbots in Conversational AI? Na gut, erstmal muss man ganz klar sagen, die meisten Chatbots kommen noch ohne AI aus. Ja? Und das ist häufig auch, muss man ehrlich sagen, teilweise ein bisschen Marketing getrieben. AI ist ein Buzzword, mit dem ich vielleicht besser verkaufen kann. Untersuchungen zeigen, dass viele Chatbots wirklich noch so Wenn-Dann-Regelbots sind, die einfache Keywords erkennen. Wenn das Keyword kommt, dann bitte das machen. Also ich würde sagen, momentan ist die Chatbot-Szene eben noch nicht so sehr durchdrungen mit künstlicher Intelligenz. Und das ändert sich ein Stück weit. Und ich glaube, dass das auch ein Gamechanger wird für die Qualität der Chatbots. Man muss sagen, und es zeigen auch Studien, dass die Qualität da ist noch viel Luft nach oben, was Chatbots angeht. Aber die Unternehmen, die es schaffen, KI einzusetzen, kriegen eine gute Qualität hin und zwar at scale. Das ist das Spannende. Wenn wir überlegen, im Namen Chatbot steht ja das Chatten. Ne? Wir sind Social Animals, wir Menschen. Ne? Wir wollen Konversation, wir wollen reden. Und das muss ich natürlich auch praktizieren können, 24/7, 365 idealerweise. Das kann ich eigentlich nur, wenn ich einen richtigen Qualitätsanspruch habe mit Conversational AI, also mit Systemen, die weitgehend autonom, intelligent Interaktion und Kommunikation mit dem Kunden führen können. Also ich glaube, dass ein Großteil der Chatbots, und ich würde auch sagen, man kann durchaus mit dem Chatbot erstmal anfangen, ohne eine Advanced Conversational AI zu haben, um ein Gefühl zu kriegen. Wenn man das Ganze personalisieren will, at scale haben will, mit der richtigen Qualität, vielleicht auch über mehrere Kanäle und vielleicht nicht nur im Service, sondern vielleicht anhand der ganzen Customer Journey, dann werde ich um das Thema Conversational AI nicht rumkommen. Ja, das ist sehr spannend. Der Begriff Conversational AI ist, glaube ich, noch relativ jung. Aber ich finde es sehr spannend, dass quasi künstliche Intelligenz im natürlichen Sprachverhalten und im Kontext von Themen eingebunden wird. Und das ist natürlich sehr wichtig, gerade zum Beispiel im Digitalmarketing mit Customer Journey, Customer Experience Management. Da ist das natürlich ein Riesenforschungsfeld jetzt auch noch, denke ich, was sich da auftut. Und das ist toll, dass du den Bereich so gut erforscht, Aber Peter. du hast ja völlig recht, dass der Begriff eigentlich relativ neu ist und auch mehrdeutig ist. Vielleicht nur zwei Sätze dazu. Ich glaube, es gibt so zwei Facetten, wenn wir AI in der Bot-Technologie sehen. Einmal die Spracherkennung und die Intenterkennung. Also entweder ich texte, ich habe einen textbasierten Bot oder einen voice-basierten Bot, dann habe ich heute AI, die erkennt im Text, was schreibe ich wirklich jenseits des Keywords. Also die hatten eher ein Verständnis. Und die zweite Stufe von KI ist aber auch die richtige Antwort zu geben. Also der erste Layer ist praktisch KI, um eben Text und Sprache zu erkennen, Intents zu erkennen. Zweite Ebene ist eben die richtige Antwort zu geben. Und das trennt man häufig noch. Und ich glaube, dass Conversation AI heute immer besser wird in dem Bereich der Erkennung von Sprachintent. Ich durfte ein sehr spannendes Projekt mit der Firma Wirt machen. Da ging es darum, die Vertriebsmitarbeiter mit Conversation AI zu unterstützen. Und Wirt international tätig, in Deutschland mit sehr vielen Dialekten.
Und ich war überrascht, wie gut heute eine Conversational AI selbst das tiefste Bayerisch und Schwäbisch erkennen konnte. Also da sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr gut, auch was Texterkennung angeht. Ich glaube, dann die richtige Antwort zu liefern, da wird eben KI noch nicht so häufig angesetzt, können wir auch nochmal gleich darauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube, diese beiden Facetten sind wichtig und Conversation AI meint natürlich das Interface zum Kunden. Und nochmal, Sprache ist halt natürlich, ne? Also wir sind gewohnt zu sprechen, also möchte ich so ein Interface haben oder wir sind gewohnt zu tippen. Wir wollen vielleicht keine Kommandos geben oder lange auf Webseiten rumsuchen. Insofern glaube ich, ist ein sehr natürliches Interface, was da bedient wird durch die KI. Ja, das klingt spannend. Vielen Dank. Ich werde darauf zurückgreifen, wenn ich mal in Bayern bin und den Dialekt nicht so richtig verstehe. Mag sein, der Chatbot ist intelligenter als ich. Könnte man mal testen. Ich finde das schon auch schwierig, wenn man aus so einem Hochsprachgebiet wie Düsseldorf kommt, mit manchen Dialekten zurechtzukommen. Aber gut, jeder Mensch ist offen fürs Lernen, so wie die Chatbots natürlich auch beständig weiterlernen. Ja, Peter, wie viel künstliche Intelligenz ist in einem Chatbot drin? Kann man das sagen? Ist das 100%? Oder wie funktioniert der, wenn man sagt, Mensch, was ist denn das für eine Blackbox? Ist das rein künstliche Intelligenz? In der Regel haben wir Hybridsysteme, ne? Also das heißt, ich kann heute mit Conversation AI und mit Deep Learning gewisse Fragenmuster lernen, weiß, welche Antwort ich geben muss. Man sagt heute, dass man so 80% der Anfragen heute schon mit einer AI beantworten kann. Das heißt aber auch, es bleiben nur noch 20% übrig. Das heißt, wir brauchen einfach eine Balancierung zwischen einer automatisierten Kommunikation und vielleicht dann auch wieder im Live-Chat, also im Handover, vielleicht zu einem Agenten. Häufig wird das als Escalation Path bezeichnet. Also wenn vielleicht ein Chatbot nicht weiterkommt, wenn die KI auch mal Grenzen hat, das ist eben so, dann glaube ich, sollten wir uns darauf einigen, dass wir eher Augmented Intelligence haben, also die Kombination aus Mensch-Maschine. Ich glaube, das macht den Erfolg dann aus. Und das Schöne ist, dass die vielen repetitiven, einfachen Sachen von der AI wunderbar erfasst werden können, sodass eigentlich wir Menschen immer mehr Zeit haben für die wirklich wichtigen Dinge, wenn es um Empathie geht, wenn es wirklich um Kommunikation von Mensch zu Mensch geht. Aber wie gesagt, also ich meine, es gibt heute Chatbots, die haben überhaupt keine KI drin und es gibt Chatbots, die haben, sage ich mal, KI sowohl im User-Interface als auch hinten in der Antwortbox. Und wie du schon sagst, die meisten Systeme haben heute auch durchaus den Nachteil von Blackbox-Ansätzen. Also das Deep Learning ist ja sehr stark durch die Medien gegangen. Es ist letztendlich nichts anderes als neuronales Netz, was wahnsinnig viele Layer hat, darum eben Deep Learning auch. Kommt zu fantastischen Ergebnissen in vielen Kontexten. Das Problem ist, es ist nicht reproduzierbar, verständlich. In der Forschung arbeiten wir gerade dran, wie wir aus der Blackbox eine Greybox machen. Und in vielen Bereichen ist es einfach wichtig, dass es nachvollziehbar ist, warum ein Chatbot welche Antwort gibt. Ne? Denk nur an Compliance etc. Also das ist ein bisschen der Trade-off zwischen Transparenz und wie viel KI setze ich ein. Aber nochmal, ich denke, viele der Bots, die wir heute am Markt noch sehen, haben sehr, sehr wenig KI-Insight. Interessant, ja, das ist spannend, wie du das beschrieben hast, auch mit den hybriden Systemen, dass zum Beispiel die Chatbots 80% beantworten und 20% kann es ja auch an Mitarbeiter weitergereicht werden. Die klassischen repetitiven Fragen, bitte entere meine Kontodaten oder bitte entere meine Adressdaten, ich bin umbezogen, das ist natürlich leicht machbar, aber es gibt natürlich Beratungssituationen, was weiß ich, Finanzberatung, Altersvorsorgeberatung, wo ich vielleicht doch besser auch gefühlsmäßig mit Menschen mich beraten lassen will, weil ich vielleicht auch alle Finanzsituationen weil ich meine Finanzsituation vielleicht auch sensibel finde mit den Daten, dann kann man das eine um das andere ergänzen. Und das ist ja eine tolle Kombination. Sag mal, Peter, denkst du, dass Chatbots für bestimmte Branchen besonders gut geeignet sind oder würdest du sagen, das passt für alle Branchen? Ja, prinzipiell sage ich, jede Firma, die irgendwie Kundenkommunikation hat, sei es B2B, B2C, kann prinzipiell ein Chatbot sinnvoll sein. Ne? Die Frage ist natürlich, wie groß ist das Potenzial? Ne? Und ich würde mal sagen, je größer der Markt ist und je mehr Engagement, Interaktion ich habe, so größer ist natürlich auch der Hebel einer automatisierten Kommunikation. Thema ROI, ich muss ja auch investieren in die Technologie. Ich würde mal sagen, dass die serviceintensiven Industrien natürlich am meisten davon profitieren. Also wenn ich an Finanzen, Reisen, Handel, Verkauf denke, ne? Da ist natürlich der Hebel größer. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass man in einem B2B-Bereich, wenn man Kundenkontakt hat, gewisse Prozesse automatisieren kann. Also insofern würde ich sagen, ich kann per se keine Branche oder B2B, B2C ausschließen. Ich glaube, wenn es halt um eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung geht, habe ich natürlich in den serviceintensiven Branchen einen größeren Hebel.
Ja, verstanden. Also würdest du sagen, das sind so Branchen wie zum Beispiel E-Commerce, Finanzwirtschaft, Versicherung, die das am besten nutzen können? Absolut, absolut. Okay. Interessanterweise nicht immer mit den besten Ergebnissen. Also ich glaube, die hätten den größten Hebel. Aber Studien zeigen, dass eben da auch noch nicht so viel eingesetzt wird an guten Bots und dann auch die Qualität noch Luft nach oben hat. Und das ist sicherlich so ein bisschen das Problem, weil ich sage immer lieber keinen Bot als einen schlechten Bot. Ne? Wir sagen ja immer eigentlich, dass Bots die User Experience verbessern. Und das stimmt auch so. Wenn ich natürlich Kontakt mit einer Firma habe, dann will ich einen persönlichen Kontakt, ich will den Dialog. Und wenn ich das 24/7 kann, ist das natürlich hervorragend. Wenn ich aber merke, dass ein blödes System, das nur Keywords erkennt und mir nicht weiterhilft, ja, dann bin ich natürlich frustriert und dann nutze ich den Bot eben nicht. Also darum kann ich wirklich nur sagen, wenn muss man das Thema ernst nehmen. Aus meiner Sicht wird es viel zu sehr noch aus einer Kostenargumentation getrieben. Ne? Wir müssen irgendwie Kosten reduzieren, also machen wir einen Chatbot. Und viel zu wenig aus der Customer-Centricity-Perspektive. Ne? Was will der Kunde? Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich eine gute User Experience schaffen? Und das muss ich eben verinnerlichen. Und es ist eben nicht damit getan, einen Bot zu installieren, sondern ich muss diese Customer-Centricity-Denke eben auch entsprechend umsetzen. Ja, das stimmt. Das gilt also nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Organisationen wie zum Beispiel Verwaltung oder Kommunen. Wenn ich im Einwohnermeldeamt was machen will oder so, diese ganzen Dienstleistungen kann man ja auch digitalisieren und mit Chat unterstützen oder auch als Hybridlösung machen, also dass ich zumindest die Terminvereinbarung online machen kann. Das erleichtert ja auch die Kundenzentrierung und Orientierung in diesen Organisationen. Absolut, ja. Sag mal, Peter, was sind die Vorteile von Chatbots für die verschiedenen Einsatzbereiche? Wir kennen ja Mitarbeiter und Kundenservice, Marketing, Vertrieb. Denkst du, dass alle diese Bereiche partizipieren oder würdest du bestimmte Abteilungen oder Bereiche bevorzugen, wenn du jetzt so ein Chatbot-Projekt umsetzen würdest in der Praxis? Ich sage mal, der Hebel ist vielleicht zunächst im Customer Service am offensichtlichsten und darum die meisten Bots sind auch Service-Bots, muss man sagen. Aber ich glaube, das greift zu kurz. Wenn ich mir die ganze Customer Journey anschaue, ne, das fängt ja an Lead-Generierung. Ja? Also natürlich werde ich nicht die Empathie eines Vertriebsmitarbeiters rüberbringen. Aber wenn ich mit Vertriebsleuten rede, die sagen, das Wichtigste ist Konversation, Dialog. Und ein Stück weit kann ich das ja auch abbilden. Ich kann Leads generieren, qualifizieren. Ne? Die Konvertierung kann dann vielleicht noch der Vertriebsmitarbeiter machen. Wenn ich auf einer Webseite orientierungslos bin, kann ich mich einschalten als Chatbot. We take care, wir sind da, ja, red mit mir. Ich kann Cross-Upselling, Next Best Offer machen in einem Verkaufsprozess. Ich kann natürlich dann auch natürlich den Service, wenn Fragen aufkommen oder auch wenn ein Kunde mal unzufrieden ist und sich vielleicht dem Unternehmen abwendet, zu sagen, warum eigentlich? Auch da nochmal die Konversation, den Dialog zu nutzen. Also ich denke, das greift zu kurz, wenn man nur sagt nach dem Motto, mein Handy funktioniert nicht, hilf mir mal, sondern überall, wo ich Touchpoints habe zum Kunden, wo Dialog Sinn macht, kann ich eben sehr effizient 24, 365 eben mit Dialog präsent beim Kunden sein. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und es ist eben nicht nur für Bestandskunden, wo ich sage, gib doch bitte eine Kunden-ID ein, sondern gerade auch der Neukunde, der sich orientiert, der die Firma noch nicht kennt. Und das ist eine Webseite, ist ja nie so persönlich. Und wenn ich auf einmal einen Dialog habe, dann bindet das einfach. Ne? Und diese Bindung ist eben nicht nur ein Service-Thema, sondern wirklich entlang der ganzen Customer Journey, bis hin natürlich, dass auch intern Mitarbeiter solche Systeme nutzen. Also der Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst etc. Also ich glaube, wir müssen weg von Denke, Service, Kunde, Unternehmen, sondern wir werden auch weitergesponnen zunehmend auch Bot-zu-Bot-Kommunikation haben, ne? Dass dann eben auch beim Konsumenten vielleicht ein Bot im Handy ist, der dann mit dem Bot von dem Unternehmen spricht. Also ich glaube, da ist ein riesen, riesen Anwendungsfeld jenseits des Customer Service. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, danke. Customer Service ist ein gutes Stichwort. Und das erlebe ich auch in meiner Rolle als Marketingleiterin bei Cauzo. Wir haben Chatbots entwickelt für über 120 Sparkassen, wo man eben nicht die ganze Website durchsucht, sondern eben den Service über den Chatbot macht und auch Versicherungen, wie die Deutsche Familienversicherung, die es eben auch zur Leadgewinnung einsetzt und zum Produktabverkauf, also Vertriebsförderung dazu macht, aber auch die R&V-Versicherung, die es für den internen Mitarbeiterservice nutzt. Und das sind alles verschiedene Use Cases, aber sie führen alle dazu, dass Mitarbeiter und Kunden mehr Zufriedenheit zeigen in diesem Prozess. Aber man muss sie logischerweise auch mitnehmen und führen und das Projekt auch gut führen, so wie du das beschrieben hast, dass man die Prioritäten gut setzt
und die Kundenzentrierung in den Vordergrund rückt. Und auch ganz wichtig, wenn wir so aus CRM-Sicht, Data-Based Marketing, wir wissen ja alle, Daten ist das neue Öl, ich brauche Daten vom Konsumenten. Wir wissen, dass es auch zunehmend schwieriger wird. Ne? Thema Third-Cookies, Party-Daten, schwierig, Datenschutz etc. Forrester nennt das Zero-Party-Daten, die ich kriege, so mit so einem Bot. Ne? Also der Kunde gibt proaktiv freiwillig ja Informationen. Die kann ich jetzt merge mit First-Party-Daten, also deinen Bewegungen auf der Webseite etc. und kann damit einen eigenen Datenbestand aufbauen. Ne? Weil häufig krankt das Database-Marketing oder wenn dann heißt, mach doch KI-Marketing, dann habe ich mal gar keine Daten. Cookie-basiert dürfen wir nur noch bedingt. E-Privacy-Norm, GDPR, um ein paar Sachen zu nennen. Also ich glaube auch hier eine gute Chance, eben jenseits eine gute Experience zu liefern, eben auch zu lernen, Daten permission-based sauber zu sammeln und die dann natürlich auch wieder zu nutzen. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Peter. Datenschutz muss natürlich auch in jedem Chatbot-Projekt berücksichtigt werden. Und das Thema KI und Ethik ist nochmal ein eigenes Thema, was hier den Rahmen sprengen würde, was aber eben auch nochmal sehr interessant ist. Aber ich gehe jetzt weiter im Bereich Technologie. Peter, was würdest du sagen, was ist die beste Technologie, wenn wir deine Kennzahl, die du eben auch genannt hast. Also wir wollen mit dem Chatbot möglichst eine hohe Trefferquote erzielen. Was ist da die beste Technologie im Praxiseinsatz, deiner Meinung nach? Ich würde hier die Unterscheidung machen zwischen User Interface, also ich tippe etwas ein als Kunde oder ich spreche, dann brauche ich sogenannte NLP-Technologie, also Natural Language Processing, also die eben weiß, was schreibe ich da gerade, was spreche ich gerade, noch wichtiger NLU, Natural Language Understanding. Das heißt, es reicht ja nicht nur zu wissen, das ist irgendwie ein Objekt, Subjekt, Prädikat, sondern ich muss auch wissen, was ist der Kontext. Weil ich kann nur kontextsensitiv vernünftige Antworten geben. Ich muss Kontexte erkennen. Das heißt, ich brauche das Understanding. Ohne Understanding. Das Processing ist die technische Voraussetzung, dass ich Text oder Voice, Speech to Text mache ich zunächst und dann kommt eben dieser NLP-Ansatz auf dem Text zu tragen. Aber ganz wichtig ist, dass ich den Text eben interpretieren kann, Kontext. Und das ist eine NLU-Technologie. Das ist nicht nur out of the box auf den Knopf drücken, das muss auch ein bisschen trainiert werden. Da muss ich ein bisschen das Domänenwissen dem System beibringen. Aber dann kann ich extrem gute Ergebnisse erzielen. Und dann würde ich sagen, wenn ich jetzt auch die richtige Antwort geben will, dann kann man natürlich auch Deep Learning-Verfahren einsetzen. Hängt ein bisschen von meinem Datenbestand ab. Wir reden schon lange von Case-Based Reasoning-Systeme, die praktisch im Callcenter eingesetzt werden. Die kann ich auch bei Bots einsetzen. Die sagen, guck mal, so eine Frage hatten wir schon mal, such doch mal in der Datenbank ähnliche Fragen und liefer mir die Antwort. Aber ich glaube, so der Fokus, wenn ich wirklich Conversational AI im engeren Sinne sehe, dann würde ich ganz klar sagen, NLP, NLU-Technologie einzusetzen, einfach um Kontexte zu verstehen, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich versuche, möglichst smart zu antworten und der Mensch erkennt sofort, der hat mich ja gar nicht verstanden. Das heißt jetzt nicht, dass ein Bot unbedingt jetzt zwischen den Zeilen lesen kann, Ironie erkennen kann. Das ist eben was, was uns Menschen noch vorbehalten ist, aber er kann in der Tat inhaltliche Kontexte erschließen. Und das ist das A und O, wenn ich ein gutes Antwortverhalten auch einem Bot zugute tragen will. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Und das ist auch die Ausrichtung bei Kautz, dass wir eine gute Technologie einsetzen wollen, um die besten oder hochwertige Chatbots zu entwickeln. Und da ist unser Schwerpunkt eben NLU, wie du ja auch schon öfter mit unserem CIO Thomas Rüdel diskutiert hast. Sag mal, Peter, du hast vor kurzem die Studie gemacht, Chatbots in der Finanzbranche. Was waren dazu die Erkenntnisse? Also eher natürlich auch so ein bisschen geerdet, würde ich sagen, um nicht zu sagen, an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen frustrierend. Ne? Und das ist das, warum es mir auch wichtig ist, das Thema voranzubringen. Ich meine, den ersten Chatbot hat man 1966, Professor Weizenbaum mit der Eliza. Und ich sage mal böse, viele dieser Chatbots, die da draußen sind, sind kein Deut besser, ja? Obwohl wir ganz andere Technologien haben. Also erstmal war ich überrascht, wie wenig, also ich würde mal sagen, maximal ein Drittel der Unternehmen der Finanzbranche setzen Bot-Systeme ein. Das ist schon mal relativ wenig. Dies einsetzen, machen das sehr divers. Und jetzt hätte man gedacht, also wir haben uns Sparkassen angeguckt, wir haben uns die Digital Natives angeguckt, also die Fintechs angeguckt, ja, Volksbanken. Ne? Und dann würde man meinen, naja, so eine N26, ich nenne es jetzt einfach mal, Studie ist ja auch kostenlos zu beziehen, die outperformt da alles und hat mit die schlechtesten Ergebnisse erzielt, während Sparkassen, Volksbank, von denen ich das vielleicht nicht so erwartet hätte, die besseren Ergebnisse erzielt haben. Und ich glaube, das ist einfach
dass diese Firmen sich mehr Zeit genommen haben, auch dieses Onboarding zu machen. Ich sage, ein Bot ist wie ein neuer Mitarbeiter, ne? Der kann auch nicht am ersten Tag alle so 3 Monate Training on the Job. Dann werden die Systeme besser. Man hat sich Gedanken gemacht. Nur nochmal Customer Centricity. Was ist für den Kunden wichtig? Was muss ich für Fragen beantworten können? Und darum am Ende des Tages, wir haben gesagt, Technologie ist wichtig, bin ich dabei. Aber Technologie alleine reicht halt auch nicht aus, ne? Also es ist die eine notwendige Bedingung, noch nicht hinreichend. Ich muss dazu eben solche Systeme trainieren. Und ich glaube, wenn man sich die Studie auch anguckt, wird man überrascht sein, auch groß. Wir haben auch dann noch mal Versicherungen uns angeguckt, ne? Dass dann große, ich meine, die ARAG, eine Ergo, wie sie alle heißen, wo man meint, die haben auch das Budget und die Customer Centricity denke, würde man meinen. Einfach zu wirklich, teilweise muss man es leider sagen, desaströsen Ergebnissen führen. Vielleicht ganz kurz zu den Ergebnissen, wir haben das in 3 Teile aufgeteilt, also Fachfragen, ne? Also nach dem Motto, wo kann ich mein Konto kündigen, wo kann ich es eröffnen, wo kann ich Geld abheben, mit Fachfragen. Wir haben Off-Topic-Fragen nach dem Motto, was macht der Brexit jetzt mit meinem Geld? Also, ne? Oder auch persönliche Fragen, ne? So nach dem Motto, wie lange arbeitest du eigentlich schon für die ARAG? Und da sieht man eben, dass es interessanterweise Bots gibt, die extrem gut diesen Smalltalk beherrschen, aber Fachfragen nicht beantworten können. Oder eben Bots, die nur Fachfragen beantworten können, das andere nicht. Jetzt kann man sagen, muss ein Bot auch emotionalen Dialog führen? Ja, ich glaube schon, dass Leuten das auch Spaß macht. Wir reden ja über Experience, ne? Und da muss nicht immer nur ein sachlicher Dialog stattfinden. Insofern sind Firmen, glaube ich, gut beraten, wenn sie alles 3 abbilden. Aber das Learning der Studie ist, es ist verdammt viel zu tun. Was ja eigentlich schade ist, wir haben eigentlich das Mindset in den Firmen, Thema Customer Centricity. Wir haben die Technologie. Also jetzt muss ich es eigentlich nur noch zusammenfügen. Aber kann jedem nur mal raten, sich die Studie anzugucken. Wir haben die sehr, sehr gründlich gemacht und auch gut dokumentiert. Da wird man sehen, dass es Zeit ist, miteinander zu reden und zu agieren. Ja, toll, wie du das beschrieben hast, Peter. Gerade die beiden, die du genannt hast, Ergo und ARAG, waren auch eine der ersten in der Finanzbranche, die Chatbots eingesetzt haben. Und vielleicht ist das auch Fluch und Segen zugleich. Der Erste zu sein bedeutet auch immer, möglicherweise mit unausgereiften Systemen in den Markt zu gehen. Aber man muss dann auch erkennen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um die alten Systeme loszulassen und neue Technologie einzusetzen. Vielleicht hat das dazu geführt, dass man dann zu lange an dem veralteten System festgehalten hat und sich nicht weiterentwickelt hat, also sich getraut hat, andere Anbieter, andere Technologien einzusetzen. Und ich glaube, Technologie ist so stark im Wandel seit der digitalen Transformation, dass man das auch immer ständig hinterfragen muss. Nutze ich noch die richtige Technologie und vielleicht auch die Konsequenz treffen muss, das Projekt neu aufzusetzen? Ich kann mir vorstellen, dass man dann auch die Daten migrieren kann, aber Technik heißt auch immer Entscheidungen treffen, die zukunftsorientiert sind. Und deshalb glaube ich, dass man den Markt und die Technologie auch in der Entwicklung ständig beobachten muss, ob man da immer noch aufs richtige Pferd setzt. Mhm, unbedingt. Ja, lieber Peter, du bist ja sehr umtriebig unterwegs. Und das führt mich zur nächsten Frage, um so ein bisschen auch in die Ausblicksperspektive zu gehen. Was für neue Studien stehen an? Was für neue Events stehen an? Womit wirst du uns demnächst begeistern und überraschen vielleicht? Ja, erstmal gibt es noch einen Trend, vielleicht Ausblick ganz spannend, der nicht aus meiner Feder kommt, aber den ich sehr, sehr gut beobachte. Das ist das Thema GDP3, was stark durch die Presse geht. GDP2, da als Vorgänger von Elon Musk. OpenAI, leider Closed API, ist nicht ganz einfach, das auszuprobieren. Ist insofern ein spannender Ansatz, weil hier Deep Learning Systeme genutzt werden. Jetzt komme ich auf meine beiden Ebenen, nicht um irgendwas zu erkennen intent, sondern um Storytelling zu machen, um die richtigen Antworten automatisch zu geben. Ja, also das ist ja der zweite Schritt. Und letztendlich ist GDP3 nichts anderes als ein riesen Deep Learning Network, was durchs gesamte Internet geht, ja, den ganzen digitalen Raum. Und wer das mal ausprobiert, ist schon faszinierend, dass eine KI automatisch Posts schreiben kann, Rezensionen schreiben kann, Produktbeschreibungen sich anschauen kann. Das Spannende bei den Tests, die man gemacht hat, mal zum Beispiel, schreib einen Artikel über digitales Marketing. Also man könnte auch sagen, lieber Bot, antworte, ne? So, in dem Fall war es halt, schreib einen Artikel über digitales Marketing. Und der war sehr, sage ich mal, gefärbt im Sinne von werblich. Ne? Das ist ganz klar, was macht GDP3? Es geht durchs gesamte Internet. Und da gibt es natürlich viele Agenturen, Beratungen, die sagen, ah, digitales Marketing, und sind natürlich immer ein bisschen optimistisch, wie das auch Marketingleute häufig sind. Das heißt, es war nicht so faktenbasiert und nicht so sachlich. Auf der anderen Seite, eine Produktbeschreibung konnte GDP3 super machen und eine Produktrezension und ein LinkedIn-Post konnte es auch relativ gut schreiben.
Was man sieht, letztendlich ist es ein digitaler Papagei. Ne? Er plappert das nach oder reflektiert das, was im Internet da ist. Und wenn dann halt, sage ich mal, auch sehr fancy Stuff ist, dann ist eben auch der Post fancy. Und das zeigt aber auch die Grenzen von GDPR3. Es wird ja dermaßen gepusht, aber es zeigt einfach auch altes Learning Garbage in, Garbage aus. Es hängt davon ab, was eben die Grundlage ist. Das heißt, die Ergebnisse sind so gut, wie das Internet letztendlich den digitalen Raum repräsentiert und darstellt. Aber es ist ein spannender Trend, sollte mich auf jeden Fall ansehen. So ein bisschen warne ich davor, es ist für mich Infotainment, es macht Spaß, es auszuprobieren. Ich glaube, wir haben noch nicht die Produktreife, dass wir sagen, auf Knopfdruck könnte heute eine Versicherung das einsetzen, damit der Bot automatisch Antworten gibt. Wir brauchen immer noch die Qualitätssicherung durch den Menschen. So. Und diese Trendthemen möchte ich diskutieren in einer Veranstaltung. Ich habe das Ganze mal Conversational Business Summit genannt, am 30. September, hybrid, einmal in Frankfurt und einmal in so einem virtuellen Konferenzraum. Bis zum 31. Juli sind die Tickets frei, findet man überall im Internet, wow. LinkedIn, wo wir auch aus USA Leute dabei haben, wir haben aus China Leute dabei, wir haben bewusst mal geguckt, wo ist eigentlich Leading Edge in dem Bereich. Es geht natürlich auch um Chatbots, aber es geht auch um Amazon Alexa, Google Home, also Smart Speaker, und es geht auch um Messenger-Systeme wie WeChat und WhatsApp. Weil ich glaube, Conversational Business ist mehr als nur Bots. Und alle sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren, das Thema voranzubringen. Haben viele, viele spannende Speaker, Workshop-Formate, Austauschformate, Live-Demos. Also kann ich wärmstens empfehlen, aber bis zum 31. danach kostet Geld. Und ich habe gerade eine aktuelle Studie fertig gemacht, die werden wir nächste Woche veröffentlichen. Global Conversational Business. Wir haben uns eben Bots angeguckt, Messenger angeguckt und Smart Speaker in USA, UK, in Deutschland. Und da muss man leider sagen, was so das Thema Voice Commerce ja angeht, das wird ja dermaßen gepusht. Ne? Natürlich ist Voice das einfachste Interface, ne, das wir können. Aber ganz, ganz wenige Unternehmen bieten heute Voice-basierte Assistenzsysteme an und ganz, ganz wenige mit einer vernünftigen Qualität. Also ich möchte nicht zu viel Bashing machen, aber wir brauchen wirklich mehr Power auf das Thema. Wir müssen einfach mehr machen, weil nochmal, die Technologie ist da. Wir müssen sie nur einfach viel, viel sauberer und mit sauberem Erwartungsmanagement, sage ich, immer einführen. Dann, glaube ich, kann das auch was werden. Und auch die Studie wird es natürlich kostenfrei geben, dass jeder das scheren kann, Erfahrungen sammeln kann oder vielleicht auch die eine oder andere Erfahrung nicht machen muss, die andere gemacht haben. Würde mich sehr freuen und bin natürlich auch immer sehr, sehr offen für Feedback, Kritik, Anregungen, weil das Thema Conversational Business, muss ich sagen, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr liegt es mir im Herzen, dass wir auch gerade in Deutschland dann wie in vielen Bereichen der digitalen Transformation wieder hinterherhinken. Und ja, vielleicht können wir gemeinsam das Thema auch erfolgreich voranbringen. Ja, lieber Peter, deine Leidenschaft für das Thema ist auf jeden Fall deutlich spürbar und dabei wünsche ich dir auch viel Erfolg. Wer noch Interesse hat, an GPT-3 mal in der Praxis zu erleben, wir haben bei Kautz ein Horoskop dort entwickelt auf Basis von GPT-3 und da kann man das einfach mal testen und das ist schon sehr spannend und ich würde es auch dem Bereich Entertainment zuordnen, wie du das gesagt hast. Aber die leichten Berichte, was weiß ich, wie Wetterbericht, das kann man wirklich mit solchen Systemen abbilden. Ich glaube, auch Fußballberichte werden heute oder überhaupt Sportnachrichten werden heute schon mit ähnlichen Systemen erstellt. Also da ist es schon überraschend, wie weit die künstliche Intelligenz schon auch eingreift in die Bereiche der Texterstellung. Aber bis das wirklich eine gute Qualität hat in komplexen Bereichen, wird es natürlich immer noch dauern. Aber wir müssen ja auch unterscheiden für einfache Anwendungsfälle und für komplexere. Und vielleicht wird die künstliche Intelligenz darin noch größer, dass es dann auch noch ein anderes Niveau in dem Anspruch gibt. Ja, und dein Event werde ich natürlich auch noch mal teilen im Blog und auch die Studie werden wir teilen, weil wir natürlich von Seiten Kautz auch immer das Neueste in diesem Bereich rauspushen wollen. Und Kautz wird natürlich auch an deinem Event teilnehmen. Insofern freuen wir uns über die tolle Zusammenarbeit mit dir, lieber Peter. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Interview und wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Projekte. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Ciao.